Und Epic, wir sind heute wieder in unserer liebsten Stadt und heute haben wir was richtig Cooles vor, denn zum einen geht's natürlich wieder mit Kleini raus. Jetzt, wo Frau Meiner Bürgermeisterin ist, haben wir immer den morgendlichen, ja, Gassigang, weil sie schafft's natürlich nicht und wir müssen heute unbedingt mit Frau Meiner sprechen. Beim letzten Mal sollten wir ja eine kleine Liste für sie anfertigen, die haben wir ihr natürlich auch zukommen lassen. Darin sind ganz viele wichtige Punkte, die halt die Stadt betreffen, zum Beispiel, was wir in den Gefängnisbereich machen, wer Frau Meiners Kopf baut, was wir bei dem freien Grundstück hinmachen sollen, wie zum Beispiel ein Geschäft oder vielleicht doch ein Haus wieder und so weiter und so fort. Und ich bin gespannt, ob sie sich um irgendetwas gekümmert hat. Stimmt. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wenn Kleini möchte, dann kann er auch mal mitkommen. Ja, er kann ja mitkommen. Oder? Ja, ja, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Dann gehen wir erstmal natürlich zum Bürgeramt, fragen, was los ist. Sie macht ja auch immer ein bisschen früher Schluss, weil sie Kaffee und Kuchen dann trinkt. Deswegen sollten wir früher jetzt mal anfangen zu arbeiten. Stimmt. Dann geht's hier rein. Also ich sehe zumindest schon mal keinen Kopf von Frau Meiner. Nee, sehe ich auch noch nicht. Da hat sie sich nicht drum gekümmert. Frau Meiner, wir sind da. Hey, und sie hat die Liste in der Hand. Perfekt. Guten Tag, guten Morgen. Schauen Sie mal, wen wir mitgenommen haben und der sich, glaube ich, unten versteckt. Hey, Kleini ist auf jeden Fall mit dabei. Meine Assistenten sind endlich da. Toll, einfach toll, sagt sie. Ja, irgendwie sind wir so ein bisschen in die Assistentenschiene gerutscht, aber wir helfen gerne mit. Wir machen es ja auch gerne und vor allem, wir waren beide mal Bürgermeister der Stadt, das heißt, wir wissen ja auch, wie man hier was zu regeln hat, sozusagen. Also, erstmal vielen Dank für die Kopie der Liste. Ist definitiv besser, wenn wir beide eine haben. Genau, ich habe die ja auch und Frau Meiner besitzt auch eine. Dann habe ich entschieden, die Schule und den Kindergarten endlich zu eröffnen. Oh, sehr gute Idee. Sehr gut. Die Kinder brauchen echt hier ein bisschen Bildung. Und ich glaube, die ganzen Eltern werden richtig, richtig froh darüber sein. Das stimmt. Sie sagt auch, ein paar Lehrer und Erzieher habe ich bereits gefunden. Perfekt. Wir haben sogar, glaube ich, mal vorgeschlagen, dass Frau Meiner irgendwas unterrichtet. Und ich glaube, wir auch, aber lieber nicht. Nee, besser nicht. Aber für die große Einschulung brauchen wir noch Schmuck und die Lehrer müssen begrüßt werden. Oh, natürlich. Und noch eine Liste von den Kindern muss noch gemacht werden und ein Einschulungsgeschenk. Okay, es muss einiges gemacht werden. Das müssen wir alles vorbereiten. Wir können gerne helfen, kein Problem. Aber ich denke, ihr bekommt es hin, oder? Um 5 ist doch meine Kuchenzeit. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Wir reden gleich mal mit den Lehrern und den Erziehern. Dann muss natürlich auch noch den ganzen Kindern Bescheid gegeben werden, dass sie morgen dann eventuell wohin müssen. Okay, das wird schon, keine Sorge. Dann geht es ab nach unten. Wir stoppen direkt erstmal bei der Schule, würde ich sagen. Ja, genau. Und irgendwie kann ich mir noch gar nicht vorstellen, ich sehe schon die Lehrer, dass hier jetzt so viel Gewusel dann sein wird, weißt du? Die Kinder werden ja dann auch den Schulhof benutzen und generell die Schule wird einfach mal wirklich benutzt. Und das sind hier die Lehrer. Wir haben zum einen Frau Nord, Herrn Bronsch und Frau C. Guten Tag, hey, schön Sie kennenzulernen. Ah, die Bürgermeister, nein, Assistenten. Die Bürgermeisterin ist beim Bürgeramt, aber die wird morgen bestimmt da sein. Bei der Einschulung. Ah, okay, verstehe. Ja, dann, hallo, wir sind die Lehrer dieser Schule. Herzlich willkommen. Morgen beginnt ja dann alles. Also, heute ist noch ein bisschen ein Ruhetag. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen hier alles anschauen und genießt die Zeit gerade noch ohne irgendwelche Kinder hier. Wir sind sehr gespannt, wie das hier wird. Wir waren alle noch nie in so einer kleinen Schule. Also, ich muss sagen, die Schule ist okay groß. Wir haben zwei verschiedene Klassenzimmer, aber wir haben auch nicht so viele Kinder. Wie viele Schüler werden wir denn bekommen? Ja, das ist so eine Frage. Wir werden euch auf jeden Fall nochmal eine Liste geben, aber ich denke, ihr dürft mit nicht zu vielen Schülern, also ich weiß nicht mal, ob 3 Lehrer schon zu viel sind. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, stimmt. Ja, aber ihr unterrichtet ja auch bestimmt andere Fächer, deswegen keine Sorge, keiner verliert hier irgendeinen Job, okay? Okay, also das muss nochmal abgeklärt werden. Wir machen eine Liste mit den Schülern, keine Sorge. Naja, aber im Endeffekt ist es uns egal. Wir sind einfach froh, eine Stelle bekommen zu haben. Perfekt, also schaut euch nochmal hier alles an, plant bis morgen und wir kommen nochmal auf euch zu. Und morgen ist dann die Einschulung, früh oder spät? Früh, würde ich sagen. Ja, genau, früh. So um 8?
8, ja, 9, ja, ja, irgendwie sowas. Nun gut, dann vielen Dank für die Informationen, kein Problem. 3 Lehrer, okay, wenn einer Sport macht vielleicht und der eine in dem anderen Zimmer, dann, wir haben ja 2 verschiedene Schulzimmer. Okay, dann steht das ja schon mal, hier steht auch schon... Eröffnung morgen. Oh. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal den Erziehern guten Tag sagen. Und wir gehen mal hier rein, es ist so leer und wir haben hier den Janning. Hallo, na? Hey, ich bin Janning, schön euch kennenzulernen. Katha, Epic, du bist der erste Erzieher hier, das wird richtig cool. Wie läuft das denn hier jetzt genau ab? Also, morgen werden die ersten Kindergartenkinder kommen und... dann einfach normale Betreuung, bis dann die Eltern die halt abholen, ne? Okay, verstehe. Das heißt, erstmal abwarten und Tee trinken. Perfekt. Und ich glaube, ist er alleine? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier drin ist keiner auf jeden Fall. Ah, hier draußen ist noch jemand. Lieselotte. Hallo, Lieselotte. Katha Epic, wir sind die Assistenten der Bürgermeisterin. Hey, der Kindergarten ist wunderschön. Wirklich toll. Das freut uns. Ich freue mich auch richtig mal, dass das hier dann endlich benutzt wird. Also, es ist echt Zeit dafür. Ja, bin super gespannt, wie die Kleinen sind. Das stimmt. Also einen anderen Kleinen wirst du schon mal hier oben sehen. Aber ihr bekommt es hin. Aber ich denke, wir werden gut klarkommen. Okay, Epic, dann würde ich sagen, wir brauchen eine Liste. Hast du ein Buch dabei, zufälligerweise? Nein, gell? Nein, ich weiß aber. Wir geben mal Kleini ab und dann wird die Liste geschrieben. Denn ich habe die leise Vermutung, dass wir wirklich nicht viele Kinder hier haben. Ich weiß auf jeden Fall von Lucy. Die haben wir auch beim letzten Mal gebabysittet. Dann weiß ich auf jeden Fall auch noch was von hier unserer Nachbarin, das Kind. Ich habe gerade ihren Namen vergessen, sowohl vom Kind als auch von der Nachbarin. Aber egal, ich weiß es gerade nicht. Okay, Kleini, so, erstmal Sitz und wir holen uns ein Büchlein und dann schreiben wir mal die Schullisten. Ja. Und Büchlein habe ich, perfekt. Okay, dann fangen wir erstmal an und gucken uns um. Hallöchen. Hallo, wo ist denn hier das kleine Kind? Sie ist nicht da. Ich glaube auf jeden Fall ein Schulkind, aber nicht da, okay. Wollen wir einfach mal die Straßen ablaufen, dass wir definitiv niemanden irgendwie verlieren oder aus dem Auge dann, ne? Okay, dann fangen wir links an und enden komplett da hinten. Also bei der Polizei ist natürlich keiner, aber da hinten weiß ich auf jeden Fall, dass die Kiesels einen Sohn haben. Hallo, wir sind für was ganz Cooles da. Alles gut. Wir wollten euch Bescheid geben, dass die Schule eröffnet und Frederik wird dann in die Klasse kommen. Frederik, endlich, sagt er. Ja, ich glaube, die haben das ja immer so ein bisschen kritisiert hier. Die Schule wird endlich morgen eröffnet. Ihr wisst ja, dass das die ganze Zeit für uns echt schlimm war. Ja, das wissen wir. Aber die Schule ist jetzt da und dann kann Frederik ganz normal in die Schule gehen. Zum Glück wird es mal was mit Frau Meiner. Beeindruckend, die Frau. Oh. Und Frederik, freust du dich? Das heißt, morgen bin ich ein Schulkind, ganz offiziell. Du gehst dann wirklich zur Schule. Wow, wie cool. Okay, also das erste Schulkind ist Frederik. Ich schreibe mal Schulkind hin. Perfekt. Okay, dann haben wir dich eingetragen. Bis morgen bei der Einschulung um 8. Ja. Okay, sonst haben wir hier den Psychologen, wir haben hier Michael, hier ist niemand. Ja, bis jetzt haben wir ein Kind, Epic. Was machen wir eigentlich, wenn wir zu wenig Kinder haben? Wir haben mehr Lehrer als Kinder in der Schule. Warten wir es mal ab. Okay, also, hier wohnt ja, glaube ich, gerade keiner. Nee. Wir haben hier sonst auch noch nur Nick, der hat aber auch kein Kind. Und wir haben hier noch Milo, der hat aber auch kein Kind. Aha, es wird immer schlimmer. Und hier, guck mal. Familie Dorsch, Liesel heißt sie. Hi, wir haben euch gesucht, sorry. Hey, na, habt ihr nach uns gesucht? Ja, denn wir wollten euch Bescheid geben, die Schule eröffnet und Liesel wird zu einem Schulkind. Ja. No way, als ob wirklich. Ja, genau. Also heißt es morgen früh bitte zur Einschulung dann da sein. Wie cool, endlich. Ich bin darauf jetzt ja mal gar nicht vorbereitet. Ja, ich hoffe, Liesel, für dich ist es auch okay, ne? Das heißt, ich muss jeden Tag zur Schule. Ja, also Samstag, Sonntag musst du natürlich nicht zur Schule gehen. Aber ich will daheim bleiben, sagt sie. Oh nein, ich glaube, für sie ist es vielleicht ein bisschen zu viel für den Anfang. Nein. Das wird schon, oder? Ihr bekommt es schon irgendwie hin. Ich rede nochmal mit ihr. Keine Sorge, sagt sie. Okay, dann, Liesel, du kommst auf die Liste. Und fertig. Und also, ich kenne sonst von den Kindern nur Lucy noch und du? Ja, sonst ich auch nur noch.
Das wird ein bisschen redig, Gata. Ja, und sie kommt ja in den Kindergarten. Ja, stimmt. Haben wir zwei Schulkinder und ein Kindergartenkind? Ich weiß es nicht. Emma, hey, Überraschung, hallo. Hi. Ach, wir wollten gerade raus. Wir wollten euch Bescheid geben, dass morgen der Kindergarten eröffnet und Lucy ist natürlich herzlich willkommen. Der Kindergarten, oh, wie toll. Ja, endlich. Das heißt, du kannst sie dann abgeben und sie kann da spielen und du kannst sie wieder abholen dann. Aber Moment mal, ist Lucy nicht das einzige Kleinkind hier? Ja, also bislang ist sie alleine dann im Kindergarten, jo. Aber vielleicht ändert sich das noch, keine Ahnung. Ich, vielleicht könnten auf Dauer noch ein paar von außerhalb aufgenommen werden. Das ist eine gute Idee, das können wir Frau Meiner sagen. Ja, ja, ja. Das wird schon irgendwie, auch bezüglich Freunde und allem, wisst ihr, ja, sie wäre sonst wirklich ganz alleine da. Sie kommt auf die Liste. Morgen ist dann auf jeden Fall der Begrüßungstag und vielleicht bekommen wir noch ein paar andere Kinder mit auf die Liste. Okay, ja. Bis morgen. Bis tschüss. Morgen. Und ja, ich schreibe mal Lucy auf. Okay, das bedeutet, ich glaube, wir sind fertig. Da hinten sind definitiv keine Kinder mehr. Mm-mm. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch Schmuck, Epic. Ballons brauchen wir. Stimmt. Wir müssen das ja alles schmücken. Alles sowohl dekorieren. Die Einschulung als auch natürlich hier beim Kindergarten. Ja, und ich würde sagen, wir machen auch so kleine Geschenkboxen vielleicht. Das mit so ein paar Keksen und allem. Ecker. Und wir müssen nochmal mit Frau Meiner reden. Was machen wir jetzt? Wollen wir erstmal schmücken und die Geschenke vorbereiten? Ja, ist eine gute Idee. Gut, dann gucken wir mal, wo wir ein bisschen Deko finden. Vielleicht im Shop hinten dran. Also hier sieht es doch schon mal ganz gut aus. Wir haben jetzt ganz viele Geschenke und da müssen jetzt Kekse rein. Oh, das heißt, das erste habe ich, das lege ich dann mal, ich dachte, ich hätte hier eine Kiste hingemacht. Habe ich nicht mehr dann anscheinend. Willst du vielleicht eine Kiste besorgen? Ja, ich will eine Kiste holen. Dankeschön. Ich gehe dann in die verschiedenen weiteren Geschenke die Kekse reinlegen und dann kann sich jedes Kind morgen eins nehmen. Natürlich auch die Kindergartenkinder, selbstverständlich. Dabei. Ich habe jetzt ein paar mehr, ne? Also ich hoffe, das klappt noch mit weiteren Kindern. Ja, perfekt, danke. So, dann mache ich das mal ganz kurz fertig. Und das letzte, perfekt. Also jeder hat vier Kekse dann und dann würde ich sagen, es geht auf jeden Fall nochmal zu Frau Meiner und wir klären das mit den Kindern, die hier vielleicht außerhalb noch irgendwie leben. Weil vor allem, also ein weiteres Kindergartenkind wäre schon genügend, ja, eigentlich. Das wäre schon echt nice. Ich glaube, Frau Meiner ist noch. Oh, oh nein. Oh, ja, hallo. Sie wollte Feierabend machen. Hey. Oh, was gibt es denn jetzt noch? Ich dachte, ich habe jetzt Feierabend. Ja, wir sehen den Kuchen schon. Wir haben ein Problem. Also, wir haben eine Liste gemacht mit den Kindern. Es sind sehr wenige. Also, wir haben kaum Schulkinder, kaum Kindergartenkinder. Es gibt nur ein Kindergartenkind. Wir bräuchten, oder es kam die Idee auf, vielleicht nochmal irgendwie außerhalb oder ein Ort weiter irgendwie zu sagen, dass wir jetzt eine Schule und einen Kindergarten haben. Vielleicht kommen ja mehr Kinder dann. Oh, verstehe. Also ja, dann telefoniere ich nochmal rum. Okay, machen Sie das. Sehr gut. Ich weiß, hier gibt es noch ein paar weitere Kinder außerhalb. Vielleicht erreiche ich die Eltern heute noch. Naja, danke für die Hilfe euch. Kein Problem. Danach können Sie ja dann Feierabend machen. Ja. Und Epic, wir sind heute auf jeden Fall fertig. Dann geht's nach Hause. Und ich hoffe dann, dass morgen ganz viele eingeschult werden und beim Kindergarten eingeschult werden. Oder wie man das auch nennt, eingekindergarten, ne? Du weißt schon. Ich hoffe, es kommen noch ein paar. Oh, der Wecker klingelt. Oh, guten Morgen, guten Morgen. Oh, wir müssen uns beeilen. Halbe Stunde noch. Dann ist die Einschulung. Denkst du, Frau Meide hat noch ein paar weitere Kinder erreichen können? Ich hoffe es wirklich sehr. Ich hoffe es auch. Okay, wir beeilen uns mal. Die Geschenke waren ja vorbereitet, generell auch die Deko. Heute wird eh noch nicht viel stattfinden. Also ich denke, wir werden so ein kleines Kennenlernspiel machen und wir werden dann mal sehen, wie das alles aussieht, wenn da auch ein paar Kinder rumlaufen. Wollen wir zuerst zur Schule? Ja, oder? Okay. Ich gehe auch direkt mal hier in die Kiste schauen und es sind sehr viele Geschenke weg. Epic, warte mal. Hi. Oh. Hallo Liesel. Und guck mal, drei neue. Flo, Jessie und Maria. Frau Meiner, Sie haben es hinbekommen. Schaut mal, ich habe noch einige erreicht. Und die Eltern haben sich sehr über einen Schulplatz gefreut. Das gleiche gilt für den Kindergarten. Ja, wahrscheinlich gab es hier sonst keinen Platz. Und die Lehrer sind auch da cool. Wir wollen gar nicht stören, ne? Also, Frau Meiner, das haben sie toll gemacht. Ach, wie toll. Dann geht es hier richtig los. Feste, ein Schulball, wow. Okay, wir wollen gar nicht
nicht stören. Wir gucken nochmal beim Kindergarten. Und ich denke, eventuell sind da auch noch ein paar weitere Kinder. Es könnte sein. Wahrscheinlich schon. Und ich glaube, ja, ich sehe zwei weitere. Hey, hallo. Michi und Maya. Oh, super, Emma. Wir haben es geschafft. Ihr habt es hinbekommen. Wie toll. Ja, Frau Meiner. Der musst du danken. Ja, cool. Dann, Lucy, ganz viel Spaß mit deinem Geschenk und hier mit den zwei weiteren Kindern. Lucy wird hier richtig tolle Freunde finden. Das ist so schön, sagt sie. Oh, stimmt. Ganz viel Spaß heute. Wir wollen natürlich nicht stören. Wir gehören da eigentlich nicht rein. Aber Frau Meiner wird da bestimmt eine Rede halten. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann hier jetzt ablaufen wird. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!